Hallo, hallo, meine Freunde. Es wird wieder Zeit für ein neues Transformers Update. Ja, viel News gibt es ja nicht. Einige Bilder wollte ich euch trotzdem nicht vorenthalten. Und wir fangen auch gleich an mit dem Old Mode von Drift. Wir wissen ja, Drift war in Age of Extinction ein Bugatti Veyron. Supersport, Grand Vitesse. So viel Zeit muss sein. Ja, das war damals die Spitzenversion mit 1200 PS. Mittlerweile gibt es schon den Nachfolger, der steht in den Startlöchern, den Bugatti Chiron mit 1450 PS oder so in den Dreh. Und ja, hätte mir gewünscht, dass sie vielleicht den nehmen würden für Transformers, aber der scheint wohl doch ein bisschen zu teuer zu sein. Und ja, Drift ist in Transformers 5 The Last Night ein Mercedes GTR. Viele sagen, es ist kein GTR, sondern ein GTS, aber es ist ein GTR. Der GTS hat vorne einen anderen Kühlergrill und ja, weniger PS. Der GTR, so wie ihr ihn hier seht, ist kommt 2017 raus und ja, sieht doch sehr schnittig aus mit den orange-roten Streifen. Die Felgen haben einen kleinen roten Kreis sozusagen auf der Felge drauf, so ein kleines Highlight. Und ja, wie gesagt, der Unterschied zwischen den GTS und GTR ist der Grill vorne. Beim GTR sind vor die Lamellen so, also wenige Lamellen, die von oben nach unten gehen. Und beim GTS ist das normale Mercedes-Emblem und die eine Querstrebe. Ja, sieht sehr, sehr cool aus. Schön schwarz mit diesen rot-orangenen Akzenten. Ja, sieht sehr, sehr nett aus. Warum sie jetzt kein Bugatti mehr genommen haben, muss nicht unbedingt im Film erklärt werden, aber ja, wie gesagt, ich finde ihn sehr, sehr cool. Ja, dann gibt es wieder neue Bilder vom Set von Detroit. Dort sehen wir wieder die ganzen U-Bahn-Waggons und wie gesagt, ich bin immer noch davon fest überzeugt, zumindest sehe ich es so, dass das Set vom Dark of the Moon nachgebaut wurde hier. Und es gibt wohl einen kleinen Flashback. Und ja, so wie es aussieht, wird dort Isabella Bonnier auftauchen, weil wie gesagt, die Setbilder und das Video, was sie letztens gepostet hat, zeigen sie am Set mit diesen ganzen U-Bahn-Waggons. Und ja, dementsprechend wird es wohl so sein, weil das wird keinen Sinn machen, die gleiche Szene nochmal. Also die gleiche Location nochmal zu nehmen, weil es komplett ähnlich ist mit diesen Waggons und mit den ganzen Gebäuden. Also wie gesagt, das ist. Dann geht's weiter. Wir haben noch Bilder von Optimus Prime und Bumblebee. Keine Bilder, wie sie im Roboter-Modus aussehen werden in The Last Night, sondern ein Poster, auf dem zu sehen ist Enemy. Und im Hintergrund sehen wir denn B, und bei B steht drauf ein bisschen Run Zoom Alien. Ja gut. Was auffällt ist, dass bei Bumblebee, wie gesagt, der neue Mode zu sehen ist, also wie in Age of Extinction war. Und hier sehen wir Optimus Prime in seinem alten ja, Roboter-Modus mit Einschusslöchern an der Battle Mask und so. Also wie gesagt, dort steht Enemy, also Feind, und auf Beast Poster steht drauf Alien. Also wir dürfen gespannt sein, was es damit auf sich hat. Und wie gesagt, das ist die gleiche Location, wo die Waggons waren und Isabella Monnier ihre Szenen gedreht haben. Weiter geht's. Wir haben die erste Explosion im Bild festgehalten. Dort sehen wir, wie gesagt, das gleiche Set. Und wir sehen diese, ich nenne sie mal Spartans oder Spartiaten, so wie sie in der Antike genannt wurden, mit diesem umgedrehten V. Sehen wir einige vorne, also ein paar Leute, die da ihre Waffe gezückt haben, ein Humvee, zwei Stück sehen wir, nee, ein Humvee, denn ein Escalade, glaube ich, als Militärfahrzeug umgebaut. Im Vordergrund sehen wir noch zwei FBI-Typen, da kniet jemand, könnte Mark Wahlberg sein, und andere ziehen die Waffen und wie gesagt, die ganzen Militärfahrzeuge. Dann gibt es eine riesige Explosion an den Säulen dort hinten. Und dementsprechend glaube ich, dass dort einige Roboter zugegen sein werden. Inwieweit dieses Set dann doch mit Dark of the Moon übereinstimmt, werden wir vielleicht nachher im Film sehen. Weil in Dark of the Moon wurden diese Typen nicht gesehen. Kann aber auch sein, dass sie dort waren, aber in Dark of the Moon nicht unbedingt ja, erwähnt wurden.
Auf jeden Fall eine sehr, sehr große Explosion, zumindest so wie es auf dem Bild aussieht. Und natürlich für den Michael Bay Maßstab ein bisschen klein. Aber wir dürfen gespannt sein. Wie gesagt, einige knien dort, haben ihre Hände hinterm Kopf, wenn ich es richtig sehe. Und ja, dürfte sehr interessant werden, das im Film zu sehen. Ja, dann gibt es noch einen weiteren Schauspieler, der zu der Crew von Transformers The Last Night hinzugestoßen ist. Das ist Santiago Cabrera. Wie ihr hier sehen könnt, spricht er fünf verschiedene Sprachen, zumindest habe ich es gelesen. Und er hat verschiedene Bilder mit Zetteln drauf gepostet und hier stehen dann drauf, ich freue mich sehr bei Transformers dabei zu sein. Also wie gesagt, das hat er in verschiedenen Sprachen verfasst und einen Zettel vor der Kamera gehalten. Dementsprechend bin ich gespannt, was es mit ihm auf sich hat. Und ja, da kommen wir auch gleich zum Hauptbild eigentlich, was mich wirklich stutzig macht. Und zwar sehen wir hier Captain Lennox und diesen Santiago Cabrera. Und was auffällt ist, dass diese beiden an der Jacke, an den Aufnehmer auch dieses V drauf haben. Bei Santiago kann man es sehen, bei Captain Lennox nicht, aber es ist die gleiche, ja, die gleiche Jacke sozusagen, also der gleiche Overall. Und sie halten ein Zettel in der Hand, auf dem Cybertronisch steht, aber ich kann kein Cybertronisch, vielleicht kann es einer von euch und könnte es mir übersetzen. Aber wie es aussieht, ja, scheinen die beiden zusammenzuarbeiten. Da stellt sich mir die Frage, wie kann Captain Lennox zu dieser Truppe? Also, entweder sind die Bilder, die vom Set gezeigt wurden in Arizona, wo die Autobots und die Decepticons zusammenfahren, oder vielmehr die Militärfahrzeuge mit diesem umgedrehten V, zusammenfahren mit den Decepticons, dass die entweder zusammenarbeiten oder dass die einfach nur in Kolonne gefahren sind, weil sie zum Set mussten. Anders kann ich es mir nicht erklären. Ich glaube nämlich nicht, dass Captain Lennox auf einmal zu der Truppe gehört, die die Transformers bekämpfen, nach all dem, was sie durchgemacht haben. Es geistert auch noch andere Theorie rum, und zwar, dass Captain Lennox ein Transformer in humanoider Form ist, so wie diese Alice in Alice, hieß die Alice, weiß ich jetzt nicht, in Revenge of the Fallen, die Sam Witwicky da geküsst hat und sich dann transformiert hat da in einen Roboter. Und ja, weiß ich nicht, halte ich aber vielleicht ein bisschen zu abwegig, wenn sie es nochmal tun oder nochmal zeigen würden in dem Film. Also wie gesagt, ich kann mir dieses Bild nicht erklären. Warum Lennox mit diesem Santiago mit dem gleichen V, wenn die Leute, die Autobots bekämpfen, diese Truppe, die Autobots bekämpfen sollten, warum sie da zusammenarbeiten? Also das erschließt sich mir noch nicht ganz. Ich glaube nicht, dass Lennox böse wird, außer es ihm wirklich irgendwas passiert, was seine Meinung geändert hat und er sich gegen die Autobots stellt. Würde für mich aber wieder ein Tick unlogischer sein, weil nachdem allem, was er mit denen durchgemacht hat, weiß ich nicht, keine Ahnung. Also es wurde in den ausgetrockneten Salze gedreht. Da stammt auch dieses Bild her. Dort hat er seine normale Militäruniform an. Ich weiß aber nicht, was das Zeichen unter der amerikanischen Flagge zu bedeuten hat. Also dieses Abzeichen dort. Ja, werden wir sehen, wenn der Film rauskommt. Also wie gesagt, ich bin da etwas unschlüssig. Wie gesagt, ich glaube nicht, dass er böse wird. Und ja, wir dürfen auf jeden Fall gespannt sein. Auf jeden Fall sehr, sehr nette Bilder, interessante Bilder. Und demnächst soll es ja wirklich nach Europa gehen, das heißt nach England. Und dort wird weitergedreht. Und ich hoffe, dass wir dort tolle Sets sehen. Der neue Drift, also der neue Old Mode von Drift, sieht sehr, sehr geil aus. Ich bin gespannt, wie das in der Roboterform rüberkommt. Tja, bleibt abzuwarten. Gut, das soll es auch von mir gewesen sein. Wenn ihr Fragen habt oder eure Theorien mal kundtun wollt, schreibt es einfach runter in die Kommentare. Ich gucke mir, wie gesagt, jedes Kommentar an. Bin gespannt, was eure Meinung zu dem neuen Old Mode von Drift ist und wie ihr die ganze Sache seht. Ist Lennox böse? Wechselt er? Arbeitet er mit den Decepticons zusammen? Oder ist das wieder alles nur Show? Haut rein, Leute. Wir sehen uns wieder. Bis zum nächsten Mal und tschüss.